Die hat ja nur der Konstrukteur. Dann gehe ich jetzt nochmal eins hoch. Ja, ja, toll gebaut. Mehr Stromkreis. Traut doch mal dem Seilmacher. Der weiß, wie man irgendwelche außerterrestrischen Plattformen baut. Hallo Freunde analogen Unterhaltung und Hallo. Willkommen hier aus unserem neuen Brettspielclub-Studio. Ihr kennt es ja schon, wenn ihr euch die Testfolge Treasure Island angeguckt habt, aber das war keine richtige Testfolge. Das hier ist jetzt wirklich die erste offizielle Folge des Brettspielclubs 2.0. Ja, es ist ja eigentlich keine Staffel mehr. Wir wollen ja einfach jetzt immer Brettspielclub haben, regelmäßig, wenn es klappt. Einmal im Monat, wenn es klappt. Wir wollen nicht zu viel versprechen, weil beinahe hätten wir es nicht geschafft, 2018 noch hier zu starten. Aber jetzt haben wir es geschafft, sind wir sehr froh drüber. Und es geht los mit geht's. Forbidden Sky. Von Matt Leacock, der Abschluss der Forbidden-Trilogie. Matt Leacock hat uns schon einmal auf eine versinkende Insel und in die Wüste geschickt. Und diesmal geht es auf eine Forschungsstation, auf eine im Himmel schwebende Forschungsstation, wo leider ein furchtbarer Sturm ausgebrochen ist. Und wie jede gute Geschichte steigen wir hier ganz spät ein. Es ist nämlich ein Großteil der Station schon evakuiert worden. Nur wir sind noch da und jetzt schlägt ein riesiger Blitz in die Station ein. Die gesamte Elektronik fällt aus, die letzte Rakete funktioniert nicht mehr. Wir sind verzweifelt, wir denken, wir müssen sterben, aber ein kleines bisschen Hoffnung gibt es noch, weil wenn wir es irgendwie schaffen, nochmal einen funktionierenden Stromkreis zu sammeln, zum Basteln und damit, bevor der Sturm uns von der Station bläst, die letzte Rakete startklar zu machen, dann können auch wir zurück in die Heimat fliegen. Und das versuchen wir in diesem kooperativen Abenteuer. Ab 10 Jahren wird es empfohlen für 2 bis 5 Spieler. Eine gute Stunde dauert das Ganze. Matt Leacock ist der Autor, haben wir schon gesagt. Und illustriert ist das von C.B. Kanga und Anne Petzke. So. Und natürlich haben wir noch 2 Gäste eingeladen, wie Sie es gehört. Alleine wollen wir die Sache nicht wagen. Ja? Und die stellen sich jetzt erst kurz vor. Und dann gibt es noch eine kleine Regeleinführung, damit ihr wisst, was wir so machen. Und dann geht's los. Hi, mein Name ist Nico Wendt und ich arbeite bei Freaks4U Gaming. Ja, und wie man es im Namen schon hört, ich bin mit Spielen beschäftigt, allerdings eher in der digitalen Spielewelt. Ich kümmere mich nämlich um den E-Sport seit über 20 Jahren und in meinem Beruf kommentiere ich, ich moderiere und ich analysiere Computerspiele. Und das professionell. Hallo, mein Name ist Maurice Geider. Ich bin gewöhnlicherweise für Galileo auf ProSieben in der Welt unterwegs, um alles Mögliche zu erforschen, außer Brettspiele. Das mache ich dann im Privaten eher. Ich bin allerdings sehr, sehr klassisch unterwegs, was das angeht. Also eher in Richtung Risiko, Monopoly, die Siedler von Catan. Das sind so meine Favorite Ones. Ich verfolge tatsächlich Hunter und Kron schon seit einiger Zeit auf YouTube und freue mich voll darauf, dass ich heute mal hier sein darf, um das Ganze mal mit den Jungs hier durchzutesten. Ansonsten, Tradition bei mir in der Familie war immer das Spiel des Jahres zu spielen. Das haben wir wirklich sehr, sehr lange gemacht. Und ich bin gespannt, wie das heute läuft. Ich gebe zu, keines der Spiele im Hintergrund zu kennen, außer die Siedler von Catan. Und ich gebe zu, auch noch nie etwas von einer Forbidden-Reihe, weder Sky noch Island gehört zu haben. Aber umso neugieriger bin ich auf das, was wir jetzt gleich erleben werden. Forbidden Sky. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht vom Blitz getroffen werden und nicht von der Plattform geweht werden. Dazu sprechen wir uns im Team ab und müssen es rechtzeitig schaffen, einen Stromkreis zusammenzusetzen und eine Rakete zum Starten zu bringen. Dann haben wir gewonnen. Jeder Spieler kann in seinem Zug bis zu 4 Aktionen ausführen. Wir können unseren Abenteurer bewegen. Die 2. Aktionsmöglichkeit ist das Erkunden. Ein Abenteurer kann sich ein Plättchen vom Plättchenstapel nehmen und offen vor sich auslegen. Die 3. Aktionsmöglichkeit ist das Entdecken. Man platziert eines der offen vor einem liegenden Plättchen benachbart neben das Plättchen, auf dem sich der eigene Abenteurer befindet. Wichtig ist, dass das neu angelegte Plättchen immer mit mindestens einem Kabel mit dem Plättchen verbunden ist, auf dem man steht. Sollte das Plättchen dabei einen Kreis vervollständigen, wird automatisch ein passendes Bauteil auf den Kreis gestellt. Wird ein Plättchen mit einem Blitzableiter-Symbol angelegt, wird sofort ein Blitzableiter auf die Markierung gestellt. Immer wenn ein Spieler ein Plättchen anlegt, auf dem sich ein Ausrüstungssymbol befindet, zieht er sofort eine Ausrüstungskarte. Die 4. Aktionsmöglichkeit ist das Legen einer Leitung. Für eine Aktion können 2 Bauteile über eine Leitung miteinander verbunden werden. Die Aufgabe in diesem Spiel ist es also, Leitungen von einem Bauteil zum nächsten zu spannen, um einen geschlossenen Stromkreis aufzubauen und dadurch die Rakete starten zu lassen. Nachdem ein Abenteurer seine 4 Aktionen ausgeführt hat, muss er noch Wetterkarten ziehen. Wie viele Wetterkarten er ziehen muss, wird auf der Windstärkeskala angegeben. Blitzschlag. Wird eine solche Karte aufgedeckt, schlägt ein Blitz in jeden Blitzableiter ein und jeder Abenteurer, der auf einem Plättchen mit Blitzableiter steht, bekommt einen Stromschlag und muss seinen Gesundheitsmarker um eine Stufe nach unten verschieben.
Der Stromstoß breitet sich vom Blitzableiter zusätzlich über die Leitungen und Kabel aus und alle Abenteurer, die auf einem stromdurchflossenen Plättchen stehen, müssen ebenfalls ihren Gesundheitsmarker um eine Stufe nach unten schieben. Durch eine Der Wind dreht sich Karte wird die Kompassnadel um 90 Grad in die entsprechende Pfeilrichtung gedreht. Eine Windstoßkarte weht alle Abenteurer, die dagegen nicht geschützt sind, um ein Plättchen in die Richtung, die die Kompassnadel anzeigt. Sollte ein Abenteurer nicht in diese Richtung gehen können, weil da gar kein Plättchen mehr ist, sondern nur noch Wolken, erleidet das Seil des Abenteurers einen Schaden. Wird eine Der Sturm wird stärker Karte aufgedeckt, muss der Windstärkeanzeiger um eine Markierung nach oben bewegt werden. Ab dem nächsten Spieler werden dann so viele Windkarten aufgedeckt, wie die Zahl auf der Anzeige vorgibt. Sobald die letzte Leitung im Stromkreis geschlossen wird, hebt die Rakete sofort ab. Sollten zu dem Zeitpunkt nicht alle Abenteurer auf der Raketenplattform stehen, haben wir das Spiel sofort verloren. Ja, wir sind bereit. Ein Großteil der Plattform wurde erfolgreich evakuiert, mit Ausnahme von uns Vieren. Wir haben die ganze Arbeit gemacht, alle sind jetzt schon in Sicherheit und jetzt ist die ganze Elektronik ausgefallen. Jetzt haben wir den Salat. Und wir haben vergessen, wie die Plattform eigentlich aussieht. Es ist quasi... Es ist wirklich ein mystischer Sturm und der Nebel ist so ein bisschen The Fog, Nebel des Grauens, der auch so in unseren Kopf und alles Mögliche. Aber es gibt Hoffnung. Wir versuchen jetzt quasi aus diesen Trümmern und irgendwie hier nochmal was zu rekonstruieren, die letzte Fluchtrakete startklar zu machen und da passen wir vier gerade so rein und dann könnten wir auch noch lebend entkommen. Und das tun wir, indem wir hoffentlich von meiner Funktion hier, ich bin nämlich Bergsteiger, ich kann euch mitnehmen. Bergsteiger auf einer Plattform im All? Ja, weil wir, es ist eine Plattform mit sehr vielen Höhenunterschieden und so. Ja. Und die Seile, wie wir gleich sehen werden, Herr Seilmacher auf der Plattform im All, Spoiler. Ja, wie gesagt, ich kann einen von euch so Huckepack irgendwie mitnehmen und ich darf über Abgründe drüber springen. Wir werden gleich sehen, wir laufen eigentlich auf so einer Plattform, die schwebt in so Wolken, in so einem Wolkenmeer rum. Und normalerweise kann man natürlich nicht in die Wolken reinspringen oder über die Wolken drüber springen, aber ich kann das. Ich kann sozusagen von einer Ecke von der Plattform über eine Wolke zur anderen. Hervorragend. Klingt nicht schlecht. Ich bin der Navigator und meine Aufgabe ist es, so ein bisschen unser Team scheinbar durch die Wildnis zu steuern, weil meine Sonderaktion ist, dass ich einen von euch mit einer Aktion um drei Felder bewegen kann. Das heißt, man spart quasi eine Menge Aktion. Also wenn ihr irgendwo hin wollt, ich bin euer Taxifahrer. Ich muss bei Navigator wirklich immer an Monkey Island denken. Der Kopf des Navigators. So stelle ich mir jetzt vor, wir sind eigentlich nur drei Männer und ein Kopf, weil du bewegst dich ja auch irgendwie gar nicht richtig. Na, ich denke tatsächlich, ich werde viel stillstehen. Ich glaube, mir fehlt noch mein Plättchen, oder? Ja, du hast, kriegt jeder ein Startplättchen. Ich habe meins irgendwie noch behalten. Aber, oh, und ich kriege ja sogar zwei, aber dazu komme ich gleich erstmal. Erstmal darf ich mich vorstellen, ich bin der Seilmacher und ich habe große Verantwortung, weil ich eure Seile, die euch davor schützen, dass wenn der Wind zu stark ist und ihr von der Plattform quasi heruntergeweht werdet, dass das Seil euch rettet. Und das wird im Laufe der Zeit natürlich ein bisschen dünner und ich kann das, wie auch immer, von magischer Hand immer wieder reparieren. Wahrscheinlich habe ich so einen Haufen Garn dabei und mache das immer wieder neu. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall kann ich das machen und ich kann das auch bei euren Seilen, so ihr in der Nähe von mir seid, machen. Sehr gut. Ja, ich wundere mich eher, warum so ein ausgestorbener Handwerkerberuf auf so einer Sci-Fi-Plattform ist, als so ein... Vor allem sehr, sehr, sehr vertrauenserweckend auch, ja. Wir haben einfach so eine Rolle Panzertape dabei. Also das ganze Jahr. Na gut, ich bin jedenfalls der Konstrukteur. Ja, ich bin hier für das Bauen verantwortlich. Also wir müssen die Plattform ja wirklich neu bauen, die ist irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe zwei Plättchen statt ein Plättchen. Ne? Normalerweise startet man nur mit einem Plättchen und ich kann auch insgesamt vier haben. Also man kann so ansammeln und ich kann halt vier haben, ihr könnt nur drei haben. Aber ihr könnt davon auch profitieren, weil jederzeit kann ich kostenlos ein Plättchen an einen Mitspieler geben, wenn er auf demselben Plättchen oder benachbart steht. Also ich bin euer wandelndes Inventar. Sag mal, hast du fünf Lebenspunkte und fünf Seilpunkte? Ja, ich habe relativ viel. Also wir haben auch unterschiedliche, das sieht man hier, ne, unterschiedliche Lebenspunkte und Seilpunkte. Der Seilmacher hat komischerweise das schlechteste Seil. Wahrscheinlich, weil er sagt, gemacht. Ich baue das einfach sofort. Na, ich bin halt ein sehr sozialer Mensch. Ich gebe gerne ab. Das schlechteste Seil für sich selbst behalten. Das ja, ist genau. Schon nett, ne? Ja, ich habe halt fünf Leben. Wir haben unterschiedliche Leben. Du hast nur vier. Ja. Ich habe auch nur vier. Ich habe fünf. Ja, wir haben beide fünf. Also ihr, auf euch müssen wir ein bisschen aufpassen, weil... Wen wir zum Beispiel nicht dabei haben, ist der Sanitäter, gibt es auch, oder der Mediziner, sodass wir ein bisschen aufpassen müssen auf unsere Lebenspunkte. Also Seil sind wir relativ, können wir uns wieder hochpimpen, aber wenn wir hier sterben durch Blitzschlag, dann wird es heikel, sage ich mal. Ja, und es kann eine Menge passieren. Das musst eigentlich du dafür sorgen, dass wir, wir nicht so viel auf den Blitzableitern rumstehen. Mach ich, ich mach das schon. Gut,
Also, es fängt an, wer als letztes geflogen ist. Erstmal kommt hier noch ein Blitzerblatt dahin, der Anfang der Plattform. Ach, und wir haben diese Must-Haves, ne? Das muss man auch noch ganz kurz sagen. Genau, das ist das, was wir bauen müssen. Wir spielen auf normal. Wir spielen auf Schwierigkeit ist normal. Das heißt, wir brauchen am Ende 3 Blitzableiter irgendwie auf unserer Plattform. Wir brauchen 3 so, das werdet ihr noch sehen, wie die angeschlossene Blitzableiter. Angeschlossene Blitzableiter. 3 so kleine Kondensatoren, 2 große und eine ganz große Raketenabflugplattform. Und all das müssen wir dann auch noch mit diesen Stromkreisteilen in einen Stromkreis zusammenbauen. Und der muss wirklich funktionieren und dann hebt die Rakete tatsächlich ab. Und das sollten wir als allerletztes machen, weil die fliegt dann wirklich los. Da bin ich ja mal gespannt, ey. Kannst du mal kurz da hinten auf den Knopf drücken? Ja, klar. Cool. Das ist dann so diese Stille, die so 2 Sekunden. Fliegt die Rakete? Nein! Ja, genau. Okay. Also die fliegt wirklich los, ja? Und hier ist übrigens, sieht man auch schon so einen Teleporter, aber es gibt noch keinen Ort, wo man sich mit hin teleportieren könnte. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wie gesagt, es fängt an, wer als letztes geflogen ist. Und du behauptest, du bist eigentlich nur im Flugzeug, mehr oder weniger, wenn du nicht im Studio bist. Ne, ich war vor ein paar Tagen in Indien, da bin ich gerade hergekommen. Also dann würde ich sagen, unser Seilmacher beginnt. Okay. Magische Seile aus Indien. Die erste Aktion, die ich mache, ist, ich gehe erstmal runter von dieser sehr gefährlichen Plattform hier. Ja? 4 Stück hat er. Noch sind unsere Seile ja komplett, du brauchst nicht umseilen. Genau, ich bin jetzt erstmal safe. Wir müssen ja ein bisschen mehr Platz haben, damit wir uns auch bewegen können. Fange ich erstmal an, die Plattform zu erweitern und erweitere sie hier um dieses Element, wodurch automatisch ein Kondensator entsteht. Tatsächlich, hier ist jetzt schon ein fertiger Kondensator, der ist zwar noch nicht an den Stromkreis angeschlossen, aber das ist erstmal gar nicht schlimm. Und toll ist auch, dass hier so ein faradayscher Käfig drauf ist. Das heißt, auf dem Plättchen ist man immer vom Blitzschlag sicher, ganz egal, das heißt, ob das irgendwo angeschlossen ist. Könnten wir es eigentlich dann auch irgendwann anschließen? Na gut, ja, dann ist das Plättchen ist safe. Halt, ne? Ich habe noch 2 Aktionen, ich bewege mich weiter. Ich stelle mich mal in den faradayschen Käfig, auch wenn der jetzt noch nicht so nötig ist, weil er ist ja nicht verschwunden. So, und meine letzte Aktion ist, ich ziehe eine Karte. Sehr gut. Jetzt dürfen wir nur keinen Sturm haben, aber das wird... Ich habe ein Seil. Du kannst ja eh dein Seil Genau, du musst eine Wetterkarte ziehen. Dann stimmt, das ist das Ende der Watte. Genau. Oh, Blitzschlag. Passiert nichts. Das bedeutet, der Blitz schlägt jetzt in jeden Blitzableiter auf dem Feld ein. Das bedeutet, wir haben nur einen. Das schlägt hier ein und breitet sich von da über alle gemalten oder gelegten Kabel auf. Das bedeutet, das Teil wird getroffen und hier sieht man, hier ist so ein kleiner Kabel, geht hier rüber. Also das Teil wird auch getroffen, aber passiert sonst nichts. Ich weiß nicht, ich werde jetzt erstmal versuchen, es woanders weiterzubauen. Ich laufe 1, 2, baue das hier hin, 3. Das 2 ist verbunden, aber dadurch, dass hier auch ein faradayscher Käfig ist, ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Und vor allem ist da auch noch ein Gegenstandssymbol drauf, das heißt, das ist eine Ausrüstungskarte. In dem Moment, wo man ein Plättchen legt mit so einem Ausrüstungssymbol. Und ich habe gezogen eine Plattformklammer, lege ein Plättchen, das ein anderer Spieler vor sich liegen hat, angrenzend an das Plättchen, auf dem du stehst. Dieser Spieler muss dem zustimmen und das ist keine Aktion. Das heißt, ich könnte jetzt sofort theoretisch noch ein Plättchen legen. Ja, aber ich würde sagen, das mache ich jetzt noch nicht. Das ist aber du könntest natürlich, also ihr steht ja beide irgendwie ungünstig für den Wind. Stimmt, ich könnte es zumindest so bauen, dass du nicht kein Seil verlierst. Ja. Ich lasse es mal eher für den, das kann man immer machen, das sollte eigentlich für den Notfall sein. Noch sind wir ja ganz safe, das heißt, als letztes gehe ich einfach hier hin und mich hier vom faradayschen Käfig, oh guck mal, ganz thematisch werde ich mich in den Käfig reinstellen. Dann sieht man. Wundervoll. Dann bin ich geschützt, falls jetzt der Blitz einschlägt, allerdings wenn es natürlich jetzt weht. Ich habe mal eine Frage. Diese Plattformklammer ist ja keine Aktion. Genau. Könntest du die theoretisch auch als Reaktion auf eine Windkarte spielen? Dass man also auf die Reaktion auf Windkarte ist, glaube ich, das ist dann... Aber gut, ich meine, Hausregeln sind ja beim Brettspielen tendenziell erlaubt. Ja. Aber wir haben ja die Hausregel schon definiert. Ja, genau. 75% Rettung gilt auch als Erfolg. Ihr dürft euch dann freuen. Ja. Nee, okay, das war's für mich. 4. Reaktion war das. Und ich habe nochmal einen Blitzschlag. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das weil hier ein es und schlägt zwar hier ein, ja. Weil das sieht man, der ist jetzt halt auch verbunden worden mit Kabel. Also schlägt der Blitz jetzt schon auf 3 Plättchen ein, aber Hunter ist geschützt, steht im Käfig, wo er hingehört. Lass ihn da nie wieder raus. Ja, wir müssen halt so, ne, perfekter Run ist natürlich nie ein Leben verlieren, nie ein Seil verlieren. Aber das ist ziemlich schwierig. Ich ziehe erstmal ein Plättchen kurz, weil das da ist irgendwie gar nicht gut. Jetzt habe ich hier eins, wo wir vor Wind geschützt sind. Das ist gut. 1 war das, 2, 3 und dann könnte ich das da unten hinlegen. Ich komme zu dir und ich könnte dich sogar mitnehmen. Wie? Einfach so? Ja, weil ich darf ja einen, kann ich Huckepack nehmen?
Ach so. Und könnte dich jetzt mitnehmen. Ja, also, macht es. Ja, auf jeden Fall. Zwei, drei, da stehen wir zwar alle da rum. Aber das ist gut, vor allem alle beim Seil machen. Und meiner letzten Aktion. Wenn was passiert, kann ich euch schützen, ne? Ja. Soll ich das jetzt so legen, dass es gar nicht verbunden ist, oder? Eigentlich. Ja, glaube ich. Ja. Ich weiß, ja. Carcassonne-Spieler schreit innerlich gequält auf. Aber jetzt kann uns meiner Meinung nach nichts passieren. Und das hier ist ein windsicherer Käfig, ne? Okay. Das heißt, selbst wenn wir dahin geblasen werden, passiert dann erstmal nichts weiter. Also das quasi. Aber was wäre denn jetzt zum Beispiel, wenn der Wind stärker wird und wir zwei Plättchen geblasen werden? Wann werden wir erst auf das geblasen, dann sind dann drin und safe? Genau. Okay. Ah, ja. Oh, und da passiert es auch schon. Da sieht man an der Kompassnadel, der Wind kommt von Nord nach Süd. Genau, also bläst alle. Achso, stimmt, dich habe ich ganz vergessen. So, ja, und ich verliere halt jetzt eine Wind, eine. Aber ja, ich habe jetzt, ich hatte, was habe ich? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Nein, mein Seil hält mich doch. Guck mal so. Ja. Aber es ist so ein bisschen Ermüdung halt quasi. So sehe ich das. Ne? So ein Bergsteigerseil, das darf man ja auch, wenn man ein paar Mal reingesprungen ist, dann irgendwann. Ist vorbei. Komm, hast du noch eine Aktion? Springt man als Bergsteiger wirklich in sein Seil rein? Naja, nee, du sagst, glaube ich, wenn du halt einmal gefallen bist, dann musst du es halt gleich austauschen. Also so kenne ich das vom Bergsteigen, also vom Klettern halt. Ja, dass du darfst keine Seile, die schon richtig dein Leben gerettet haben, solltest du wegschmeißen. Cliffhanger, quasi, das ist so mein Bergsteigen. Ja. So. Bist du so richtig aktiv mal gewesen? Sportklettern halt. In der Hulda? Da erfahre ich ja noch. Ja, aber nur so ein bisschen, weil durch meine Frau, die ist, hat richtig. Die ist so richtig. Die hat Everest früher halt richtig. Die hat mich da ein bisschen ange. Ich bin ja eigentlich, habe eigentlich Höhenangst, ne? Aber tatsächlich. Gute Voraussetzung. Ja, aber tatsächlich, das habe ich so ein bisschen da überwunden, ja. 20 Meter in der Halle. Ja, genau. Das ist schon cool. Das ist gut, ja. Ja, okay, das war dein Zug, ne? Ja. Also eigentlich müsste ich der Bergsteiger sein. Du bist völlig unthematisch. Ja, es tut mir leid. Ich glaube, ich würde mit der ersten Aktion, glaube ich, das hier ranbauen. Mhm. Also solange hier noch kein Blitzableiter ist, ist es ja gut, wenn die verbunden sind, oder? Ja, die Stromdinger. Würde ich auch sagen. Dann ziehe ich sofort so eine Karte. Ich habe auch eine Plattformklammer. Das war meine erste Aktion. Meine zweite Aktion ist, ich ziehe ein Plättchen, ja, bitte. Wir brauchen mal ein paar. Jetzt könnten wir schon so ein zweites. Also müssen, die schwierigen sind halt die, weil die bestehen auch aus vier Teilchen, ne? Großen Kondensatoren. Davon brauchen wir zwei. Ich würde sagen, die sammeln wir erstmal, bevor wir die anfangen zu bauen, oder? Damit wir wissen, wo wir sie auch hinklatschen können. Ich meine, vielleicht ziehst du einfach nochmal eins, weil wir stehen ja eigentlich. Ja, ich kann ganz cool, gerne nochmal eine ziehen. Oh Mann. Go, Gadgetto Arme. Ganz gut. Oh, ein Blitzableiter. Den kann ich ja irgendwo hinbauen. Möchtest du denn bewegt werden? Wo möchtest du denn hin? Ja, ich könnte halt zu euch einfach, da wäre ich vom Wind geschützt halt, ne? Aber ich krieg dich nur bis hier hin, ne? Das reicht nicht. Egal, aber ich meine, wenn ich hier stehe, dann kann mich der Wind auch blasen. Und du bist sicher vor Strom auch. Könnte man machen. Ja, hast du noch eine Aktion? Eine Aktion habe ich noch. Ja, dann mach das doch. Das ist gar nicht schlecht. 1, 2, 3. Nutzen wir auch mal deine Spezialfähigkeit. Ja, super. Fertig. Und jetzt kann wirklich nichts passieren. Jetzt ziehe ich noch eine Karte. Kann eigentlich nichts passieren, außer der Sturm wird stärker. Blitzschlag. Ja. Nix. Noch alles gut. Ich stelle gerade fest, dass wir, da hätte eigentlich der Konstrukteur was sagen müssen, im Moment unsere Plattform ein bisschen unklug bauen, weil hier können wir gerade nichts richtig anbauen in dem Bereich. Ja. Ne? Das stimmt, wir müssen entweder mal hier, da habt ihr vollkommen recht, müssen jetzt nach da bauen oder wir müssen mal hier so eine Kurve. Also ich kann da rüber springen und kann die immer einen mitnehmen. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie wir es bauen wollen. Wollen wir irgendwie sowas bauen? Momentan sieht es aus, als wäre das die Unterkante. Ja, das stimmt. Aber das kriegen wir schon hin. Aber du hast vollkommen recht. Noch viel schlimmer ist, du hast ganz doll recht, weil der Wind uns im Augenblick genau in die Richtung pustet, wo wir absolut keine Plattform mehr haben. Wir bleiben also einfach da stehen und ziehen erstmal alle. Ja. Ich meine, wir stehen ja windgeschützt auf unserer Plattform. Okay, dann gehe ich erstmal hier rüber. Aber du kannst wieder zurückgehen. So, erste Aktion. Zweite Aktion. Ja, jetzt können wir auf beiden Seiten, ja, das ist gut. Zweite Aktion. Jetzt kriegst du noch so eine Ausrüstung. Ja, stimmt, du kriegst sogar noch eine Ausrüstung. Stimmt. So, jetzt gucken wir erstmal, was das ist. Oh, ich habe ein Seilreparaturset. Ja, natürlich. Macht Sinn. Reparieren Sie Seile um bis zu 4 Punkte bei Abenteuern, die mit dir auf demselben Plättchen stehen. Bis zu 4. Verbessere zum Beispiel dein Seil um 2 Stufen und bei 2 anderen Abenteuern um jeweils eine Stufe. Bringt mir gerade gar nichts. Aber ist schon gut, weil es ist kann keine ich Aktion. Einsetzen. Ne? Es ist keine Aktion, genau. Dann habe ich habe mich bewegt, ich habe was gelegt. Ich habe noch 2 Aktionen. Ich ziehe. Oh, jetzt wird's interessant. Wir ja. Ja. Ach, du hast auch schon so ein großes. Okay. Ja. Um ein bisschen voranzukommen, das lege ich jetzt noch. Das ist dann meine letzte Aktion. Ja, das ist cool.
kommen wir nämlich, ja, da entkräfte ich zwar hier. Ist egal, ja, ja, aber da können wir dann nee, weiter passt bauen. Mal, oder so. Ich, nee, da bringt mir auch nichts. Aber eins, aber wir können eh nicht die beiden da nebeneinander bauen. Das ist schon okay. Ich finde das eigentlich auch, weil dann haben wir halt die kleinen. Nee, passt mal auf. So, hier. Oder, aber dann ist das halt, der ist der große Kondensator halt sehr weit weg. Ja, aber den können wir jetzt gezielt hier bauen. Ohne uns was, ohne um was um... Wir müssten halt irgendwie auch da hinkommen, oder? Können wir von da... Ja, aber lasst es uns da so machen. So wird es gehen. Also wenn wir den bauen, dann können wir das machen. Gut, da musst du eine Wetterkarte. Hoffentlich kein Wind. Blitz. Blitz ist gut. Oh, der Blitz ist relativ häufig, ne? Also ihr baut jetzt da hinten. Na gut, auf der anderen Seite, guck mal hier, das ist ganz gut. Wir können jetzt dann, haben wir einen sehr weiten Teleporter gebaut. Das finde ich jetzt prinzipiell keine so schlechte Anlegung. Guck mal, ich baue jetzt mal hier eins. Aber musst du nicht dahin erstmal, um da zu bauen? Und hättest du nicht auch dahin gehen müssen, um da zu bauen? Ja, stimmt, du musst auch dahin gehen, um dahin zu bauen. Dann werde ich das als Aktion gleich nachholen. Er war doch hier. Nee, war er nicht, er war hier. Ja, ich habe zu weit gebaut. Aber dann musst du quasi eine Aktion müssen wir halt die machen. Das heißt, du musst eigentlich nach da gehen und dann kannst du das nicht mehr bauen. Dann nimmst du das einfach zurück. Okay. Da müssen wir, ja, aber das ist tatsächlich klar, man denkt immer, das ist aber auch, finde ich, der Carcassonne-Geschichte. Du denkst immer, du baust, aber du musst halt erkunden, genau, man muss wirklich da sein, ich gucke nach links, ich gucke nach rechts. Er muss uns bewegen. Aber du weißt ja jetzt schon, fair enough, wir haben schon eine gute Planung. Wir haben schon eine Planung, wohin wir gehen werden. Aber dann überlege ich, ob ich jetzt tatsächlich gar nicht... Da können wir halt echt, wenn wir das dann verbunden kriegen, also wir werden hier so ein bisschen die Plattform... Ich will es erstmal ziehen. Der Blitz kann da hinten ruhig rummachen. Guck mal hier. Das ist auch interessant. Ich meine, wir brauchen auch drei Blitzableiter. Ach, die müssen. Aber können wir die nicht da hinten bauen? Ja, die müssen halt auch angeschlossen. Die müssen halt auch angeschlossen sein. Ach, die müssen mit dem System am Ende sein? Ja. Oh, ist ja doof. Ja, die müssen ja unsere Plattform mit Strom versorgen. Halt, nur mal so, wenn ich das jetzt hier so machen würde. Ups, hast du uns alle unter Strom gesetzt? Dann habe ich euch alle richtig schön unter Strom gesetzt. Toll, ja. Aber du musst es ja jetzt noch nicht bauen. Du musst ja jetzt noch nicht. Aber ohne das funktionierende Blitzableitersystem kriegen wir die Rakete nicht gestartet. Okay, also ich ziehe nochmal eine zweite Aktion. Bauen, ah ja, das ist besser. So, dann baue ich nämlich jetzt als erstes hier, um das vorzubereiten, dass wir das ja machen wollen, baue ich hier so, das geht. Dann musst du aber, wo bist du? Grün, okay. Grün, ja, das passt. Das heißt hier, ne, weil wir wollen ja von dem zu dem und dann wollten wir hier das, die da bauen. Ne? Dann kriege ich nochmal eine Ausrüstung. Mhm. Ah, guck mal, ich habe einen Blitzschutz gezogen. Du oder jeder andere auf deinem Plättchen seid vor Blitzschlägen geschützt. Aber das musst du auch benutzen halt. Ja. Das eine Aktion habe ich noch. Zieh ruhig Plättchen nach, oder? Oder bist du in Sicherheit? Ja, du bist relativ... Ja, ich kann, außerdem könnt ihr ja theoretisch bei mir angrenzen, euch bedienen. Ich glaube, der Wind wird bald drehen, natürlich. Ja, ich ziehe jetzt nochmal ein Plättchen. Oh, guck mal, noch mehr Strom. Ach so. Naja, zumindest haben wir jetzt die Plättchen, die wir brauchen, um alle Blitzableiter zu bauen. Das auf jeden Blitzschlag. Fall. Noch ist alles gut. Ich meine... Dass wir nicht am Ende da überall noch mal rumlaufen, ja, aber soll ich jetzt schon mal anfangen, eine zu bauen? Kann man die Verbindung auch nur da bauen, wo man quasi gerade steht? Okay. Du musst, der muss halt auf dem Blättchen sein, wo eins und Ding ist. Also du müsstest von hier oder hier. Ja, oder, genau. Ja, Nimmst du mich mit? Ja. Du bist sehr faul. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir da rübergehen? Wir wollen ja hier weiter erkunden, oder? Lässt sich selber so einen Rucksack so mittragen. Ja, in die Richtung. Wir wissen ja schon, Bergsteiger in die Richtung. Eins. Perfekt. Und jetzt mit zwei mache ich mal hier, damit man sieht, die vierte Aktionsmöglichkeit. Sonst sehen wir auch gar nicht, was wir eigentlich vorhaben. Ja, das ist nämlich hier eine Verbindung legen und es hier wirklich Metall. Das heißt aber jetzt, in dem Moment, wo du die Verbindung legst, auch wenn hier keine Direktverbindung liegt, dadurch, dass der Strom auf diese Platte geht, geht er da drauf. Nein, schlägt nicht über. Eben, okay. Genau, das ist nämlich, das sind nämlich zwei verschiedene Stromkreise. Wenn quasi. Wenn das im Stromkreis liegen würde, hast du total recht, dann springt es natürlich. Das heißt, spätestens, wenn das hier irgendwann liegen dann wird. Dann wird es gefährlich. Es sind sozusagen zwei verschachtelte Stromkreise, die man im Auge behalten muss. Okay, das war die zweite Aktion. Ich würde ganz gerne noch ein Feld weiterlaufen. Dritte Aktion. Jetzt halt die Frage, ich meine, wir können halt einfach anfangen, die dazu. Ja, bauen. Lass uns doch mal anfangen. Ja. Die Startrampe? Oh je, die passt aber so nicht hin, dummerweise. So passt sie nicht hin. Und so auch nicht. Auf der anderen Seite. Achso, aber da wollten wir doch. Da wollten wir eigentlich. Ach so, aber doch, das würde, weil du kannst trotzdem noch. Ja, dann bauen wir die auf der anderen Seite. Ja, doch, das würde gehen. Komm, okay, aber ich meine, es bringt uns nichts wegen dem Wind, aber... Also, ich habe doch Seile, Freunde. Also das Problem ist halt nur damit, so, wenn wir das hier so anschließen, irgendwie müssen wir quasi hier, entweder müssen wir so rum zurück oder wir müssen so rum zurück.
Ja, aber so rum zurück können wir ja, weil hier werden wir ja gleich unsere größten Kondensatoren bauen. Also hier so zurückbauen? Ja. Ja, okay. Das ist ein Plan. Ja, weil hier quasi, also das muss dann hier und es geht wieder los. Ja, wenn wir uns also das heißt, wir müssen jetzt wirklich hier zurück und wir müssen hier, eigentlich auch hier dann können wir den hier so anschließen und von hier geht der andere. Okay, ja, gut, okay. Ja, ist ein Plan. Ja. Gut. Das war es aber vier. Genau, jetzt müssen wir halt hoffen, dass entweder der Wind einfach direkt dreht und wir nicht... Oh. Der Wind wird stärker. Na toll! Aber erstmal passiert erstmal in Ordnung, das heißt, aber es ist quasi... Und es ist auch die, wo wird alle die Mischkarte, wieder reingemischt werden. Das ist halt hier dieser, unser Sturmmeter. Ne? Wir sind momentan starten natürlich hier ganz unten. Ich weiß nicht, ob man das hier mal so sehen kann. Hier, wir sind ganz unten, okay. Spielerzahlenmäßig abhängig. Und jetzt kriegen wir einfach einen Schritt hoch, was aber noch nichts ausmacht. Hier, hier steht halt so ein bisschen wie bei Pandemie, wie viele Karten wir ziehen müssen, wenn nach unserem Zug. Eine Wetterkarte, zwei Wetterkarten, drei Wetterkarten, vier, fünf und hier oben haben wir verloren. Also ich meine, das ist bis jetzt noch sehr entspannt, aber fünf ab Wetterkarten. Zwei Wetterkarten schon. Ja, wir müssen uns halt auch ranhalten. Es hat ja auch seinen Grund, dass alle anderen schon evakuiert sind und wir da noch stehen. Ich meine, entspannt kann das ja nicht sein. Nach einem Zug kann theoretisch sofort der Wind stärker werden. Ne? Das ist halt die Frage, wann kommen diese Karten? Es wird so oder so eine positive Schlagzeile. Ja? Nur vier Tote bei großer Evakuierung. Heldenhaft. Alle evakuiert und selber. Jetzt habe ich mal eine Frage grundsätzlich. Ist es denn clever, wenn wir alle möglichst dicht beieinander sind? Oder ist es eher clever, wenn einer hier hinten baut und der Rest, also dass wir uns ein bisschen verteilen? Gute Frage. Wenn dann einer getroffen wird, dann werden alle... Genau, weil das Problem ist, wenn jetzt hier der Wind gekommen wäre, wären wir halt alle drei gleichzeitig erwischt worden. Aber auf Seile. Also das Problem ist halt, wir müssen uns halt auch beeilen. Wir müssen, ne, weil der Wind wird definitiv, der Sturm wird stärker werden. Das heißt, man könnte schon überlegen, dass zum Beispiel einer hier schon mal das hier anfängt. Ja, du bist mir eh sehr suspekt da hinten als Konstrukteur, nicht zu wissen, wie die Plattform aussieht. Jetzt ist auch so ein bisschen im Film wäre eine dubiose Typ. Total. So, wahrscheinlich hat er den schicken wir da hinten in die Ecke. Ja, genau, das ist es. Das ist es eigentlich. Also einer soll auf jeden Fall jetzt... Aber gut, das Problem ist halt auch, wer zieht diese Dinger hier, ne? Jetzt der baut doch halt mal. Okay, ich bin jetzt dran. Ich habe eine Aktion. Das macht Sinn, ne? Dann haben wir einen Kommens. Nee, aber da wollte er das so. Nee, das macht aber Sinn, weil hier oder? Wird irgendwann noch eine Runde. Ja, so, okay. Es haut schon noch hin. Also das ist ein genau, also quasi gehen von dem nach da und von dem zu dem zurück. Das funktioniert auch, ja, das funktioniert. Ja, wenn man das hier mal sozusagen simuliert, wäre das irgendwie so. Ja? Nach da, von da, nach da. Ja, okay. Also eins, genau, da kommt dann gleich so ein Ding hin, ein Kondensator. Dann als zweite Aktion würde ich unseren Konstrukteur mal bewegen, wenn er mir sagt, wo er hin will. Also ich würde sagen, beweg ihn mal hier hin. Ja. Da bin ich geschützt. Okay. Ja, dann drei Felder ab in die Richtung. Und ansonsten bleibe ich gerne bei meinem Huckepack-Menschen stehen, zieh noch ein Plättchen. Das ist die dritte Aktion. Aber ich würde jetzt ganz gerne hier ein Plättchen hinlegen, damit, wenn der Wind kommt, dass wir nicht runtergelegt werden als letzte Aktion. Außerdem kriegst du noch eine Ausrüstung, ist auch sehr gut. So. Perfekt. Ja. Dann haben wir hier auch einen Kondensator, falls wir hier zurück müssen. Ich würde es mal so probieren. Wir brauchen zwei große Kondensatoren. Gravitationshaken. Die müssen wir irgendwie hier bauen. Du und jeder andere Abenteurer auf deinem Plättchen sind vor Windstößen geschützt. Um zu verdeutlichen, dass diese Karte gespielt wurde, lege sie unter deine Abenteuerkarte. Also wenn du sie dann spielst. Genau. Das war eine vierte Aktion, jetzt müsste ich eine Karte ziehen noch. Blitzschlag. Du stehst im Käfig. Blitzschlag sind wir noch relativ gut aufgestellt, weil wir uns nicht trauen, diese Käfige zu bauen. Müssen wir aber auch, weil wir nicht heilen können, Leute. Wir machen den Strom als letztes, glaube ich. Wenn es irgendwie geht. Aber wir dürfen auch nicht, ne, irgendwann hast du keine Möglichkeit mehr, das reinzuwursteln. Ne? Wir müssen die schon irgendwie hier unterbringen. Du könntest dich jetzt darüber trauen und mal anfangen. So ja, ich warte ja nur darauf, dass ihr mal hier ein bisschen loslegt. Also, meine vier Aktionen. Aktion Nummer 1. Ich bewege mich hier rüber. So. Dann kann ich hier mit meiner zweiten Aktion anfangen zu bauen. Jetzt überlege ich mal, wie wir es schlau machen. Auf jeden Fall irgendwie so, ne? So. Können wir schon machen. Wissen wir also schon mal, wo der erste Kondensator landen wird. Dritte Aktion, ich ziehe es. Vierte Aktion ist, weil ich ja noch bauen kann, die Plattform weiter vervollständigen. Ja, perfekt. Das heißt aber, wir müssen quasi so insgesamt müssen wir dann so. Also, man sieht halt schon, ich bin irgendwie in der falschen Rolle unterwegs, weil ich konstruiere mehr als der Konstrukteur. Warte mal, jetzt komme ich auch gleich ran. Okay, jetzt nur Wetterkarte. Der hintere Teil des Wortes, ja. Macher. Ja, wirklich. Blitzschlag. Peng. Nichts passiert. Ich finde ja, dass eine Sache dem Spiel fehlt, nämlich so ein kleiner eine kleine Soundbar, dass man jedes Mal, wenn ein Blitz kommt, man drücken kann. Ich mache jetzt nämlich, hier ist ja eh schon angeschlossen, deswegen ich baue jetzt hier den nächsten. Ne? Eins.
Und zwei, wir müssen jetzt hier mal vorankommen. Und jetzt ist die Frage, ob ich jetzt hier direkt, wir wollen ja hier so zurück. Ja, ja, das macht doch Sinn, oder? Drei, das geht, ne, wenn das hier, drei, das würde gehen, drei. Und dann habe ich noch eine Aktion und dann könnte ich natürlich einfach sagen, wieder zurück in den Käfig. Ne? Ich meine, hier stehe ich im... Man kriegt aber keine drei Leben, wenn man irgendwie mit zwischen drei... Ich finde, du stehst auf Höhe schon wirklich gefährlich. Ja. Er scheint es irgendwie ein bisschen zu mögen. Ne? So, wahrscheinlich steht er da nur so in Unterhosen im Regen. Aber das ist doch voll super so, oder? Weil jetzt haben wir die drei Blitzableiter da hinten. Wir sind echt gut, Leute. Ich glaube, wir spielen das sehr strategisch. Ja, du meinst, wir sollen einfach mehr drauf losspielen. Ja, einfach reinverlegen. Weil wir wirklich so, also wir machen hier, das wird sehr gut aussehen am Ende. Das wird sehr gut aussehen. Das, ich brauche jetzt erstmal, weil ich habe gar nichts mehr. Eins. Oh, ein Teleporter. Ah, da könnte ich einen Teleporter bauen. Dann könnte man von da nach da und wir würden hier langsam so rübergehen. Ist gar nicht so schlecht. Das ist eine ganz gute Willst du mit? Da, ich gehe ja, rein. Ja, ja, ich finde das gut. Ich zwei, unterstütze deinen aber Plan da voll nicht. Aber du bist gefährdet, dann kann ich dir weggewinnen. Ja, ich bin mir sicher, wir bewegen uns bestimmt noch ein Feld, oder? Ja, ich meine, ein bisschen risky muss es auch da sein. Ich meine, soll ich lieber da bleiben? Bleib lieber da. Aber dann muss ich mich selbst bewegen. Vielleicht brauchst du das gar nicht, weil du kannst ja andere bewegen. Na gut, ich sehe schon, du willst mich loswerden. Nee, ich meine, du kannst ihn ja zurück zu dir bewegen und dich dann bewegen lassen. Dann wieder, ja, sehr. Den brauchen wir quasi nur um den Stromkreis dann hier am Ende. Aber wenn natürlich, ne, wir können nicht mehr bauen, als hier ist. Und das müssen wir schon aufpassen. Aber wir haben das Mast schon erreicht, was die kleinen Kondensatoren angeht. Wir haben auch schon die drei. Und die drei Dinger müssen ja noch anschließen. Ja. Das heißt, soll ich jetzt einfach, weil es ist ja noch nicht gefährlich, weil ich hier gerade stehe, bevor ich weitergehe, ich lege jetzt hier auch noch eine Verbindung. Ja. Das ist ja noch nicht gefährlich. Noch ist es nicht gefährlich. Und ich glaube, wir haben das ziemlich geschickt gemacht, dass wir, die hier sozusagen in einer Ecke isoliert haben. Ja, glaube ich auch, dass das gut ist. Na, weil der letzte Move wird irgendwann sein, hier die Verbindung zu legen, ne? Ja, aber dann wird es natürlich auch ein bisschen kriminell, weil derjenige, wir brauchen hier hinten einen Teleporter irgendwie, weil derjenige, der von da die letzte Verbindung legt, der muss dann richtig bis nach da die laufen letzte und kriegt natürlich überall Blitze. Wir können ja auch die offen lassen, sozusagen. Weißt du, dass wir von hier dann die letzte... Ja, aber unser Ziel ist ja irgendwie, dass wir alle mit allen Leben rausgehen. Mit allen Leben und es kommt ein Windstoß. Das ist nicht ganz so gut. Siehst du, gut, dass ich dich nicht mitgenommen habe. Ja, auf jeden Fall. Ich war auch dafür. Ich muss jetzt, aber ich hätte uns schützen können. Danke, also, dass genau, dein Pfeil hält. Warte mal, Windstoß heißt, alle müssen erstmal eine... Und ich leider werde auch... Genau, ich verliere auch... Also wir müssen irgendwas. Ich musste da doch mein Seil hier um. Ach, guck mal, da bist du ja wieder. Ach, jetzt kannst du wieder... Jetzt ist praktisch. Klar, auf meinen Rücken geweht worden. Perfekt. Du hast aber auch Seil benutzt. Ja, ich habe auch Seil abgenutzt. Ich habe jetzt noch vier Seil, bevor ich tot bin. Das ist nicht gut. Okay, dann das brauche ich eigentlich nicht mehr. Das ist jetzt kein gutes Plättchen, ne? Naja gut, wir können es benutzen, um irgendwie eine Verbindung zu schaffen. So, ja. Aber ich würde erstmal noch ein Plättchen ziehen. Ich würde auch sagen, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Zeug. Das ist auch nicht so perfekt. Eins ist jetzt auch nicht wir so. Wir brauchen vor allem aber gut, wir müssen halt die Verbindung die irgendwie fertig haben. Ja, dann ziehe ich einfach noch eins als zweite Aktion. So, ja, warte, sorry. Sag mal, hast du das eigentlich überhaupt richtig gebaut? Also wir bauen von hier nach da und dann nach da, oder wie? Von aber wir können ja auch... Genau so, ja. Genau. Aber passt das überhaupt? Es gibt auch kleine. Ja, aber wir brauchen ja, müssen ja von dem zum Großen kommen. Hier wieso? So. Wir können auch von dem zu dem gehen. Ja, aber wie wollen wir denn den dann hier anschließen? Wir können auch übrigens wieder abbauen, auch als eine Aktion, ja? Okay. Also okay, entweder ich bewege mich einen Schritt, dann sind wir aber alle windgefährdet, ne? Und das kann ich nächste Runde immer noch machen. Wenn ich jetzt stattdessen hier einfach mal so ein Ding hinbaue. Dann bau da irgendwas hin. Völlig sinnfrei, aber dass wir windgeschützt sind. Ist auch nicht schlecht, finde ich. Dann und du kriegst eine Ausrüstung. Und ich krieg eine Ausrüstung. Und du kriegst mal meinen Plattform. Ja? Ja, dann mache ich das so. Zack. Nochmal der Gravitationshaken. Und es kommt ein Blitzschlag. Aber du stehst ja im Käfig. Alles im grünen Bereich, im wahrsten Sinne. Die erste Frage, braucht jemand eine Seilreparatur, der neben mir steht? Du stehst leider am anderen Ende der Plattform. Ich würde es gerne in Anspruch nehmen, aber es geht nicht. Bei dir ist es nicht dringend, aber ich kann das. Dann machen wir es. Meine erste Aktion. So, meine zweite Aktion ist, ich ziehe ein Plättchen. Sehr gut. Oh, das ist perfekt. Meine dritte Aktion ist, dass ich dieses Plättchen setze. Wow, das ist ein Traum, das Plättchen. Das ist sehr gut. Ja. Und meine vierte Aktion ist, ich bewege mich hier rüber, ich bin windgeschützt und ready, um hier oder hier ein Plättchen zu setzen. Das ist sehr gut. Vor allem kannst du... Hast du dir doch selbst gemalt, das Plättchen. Habt gerade nicht aufgepasst, aber ich war ein bisschen aktiv unterm Tisch. Bist du fertig? Ich bin fertig. Dann darfst du eine Windkarte ziehen. Das ist das, was ich immer vergesse.
Und es gibt einen Windstoß, Freunde. Ja, wir haben uns wirklich gut aufgestellt. Super, weil... Bis auf einen. Bis auf mich. Wir beide wehen da runter. Ja, aber er ist halt alleine unterwegs. Ja, du könntest ja jetzt, also der Konstrukteur könnte ja auch mal ein wenig von seinem Ego-Trip hier die Plattform bauen zu wollen, runterkommen, weil er sieht ja schon, gebaut wird auf einer ganz anderen Stelle, und zwar von mir. Du könntest... Muss ich ihn zu uns holen? Na, genau, du müsstest mal in meine Richtung kommen, weil ich kann dein Pegel auch um 4 Seile erhöhen. Du musst da nur auf meiner Plattform stehen. Funktioniert auf oder auf deinem? Auf. Oder braucht der Strom? Ja, dann läufst du jetzt mit allen 4 Aktionen auf das Feld. Dann bist du erstmal sicher und bist schon mal halb. Na, wieso? Er kann doch hier rüberlaufen. Das sind 2 Aktionen. Dann teleportet er sich hier. Das ist die 3. Und dann geht er herüber, ist er schon mal hier in der Nähe und ist relativ da safe, was Wind angeht. Ja, also machen wir es. 1, 2, 3, 4. Fertig! Gib mir meine Karte. Alles sagen. Ich denke, auf für dich. Blitzschlag. Du bist auch safe jetzt vor Blitzschlägen. Yeah, also du bist wirklich. Alles gut. Du musstest da raus. Ich musste jetzt, mein Seil ist schon fast gerissen. Okay, aber jetzt müssen wir noch mal, also wir stellen uns das mal, hier liegt nachher das Ding, ja. Das stimmt schon, das habe ich wahrscheinlich total bescheuert gebaut, weil wir eigentlich müssen wahrscheinlich, reicht überhaupt so ein langes? Gib mir noch mal ein langes. Ich glaube, das reicht schon von hier nach. Na, dann würde es gehen, weil dann könnten wir von da wieder zurückbauen. Das geht schon, ja. Das reicht gerade so. Aber den wollen wir vielleicht auch noch mit einbauen. Ja, eben, der muss ja auch. Ja, wir wollen das schon. Und von hier dann zurück. Ach so, ja, das würde gehen. Ding, ding, ding. Das heißt, also ein bisschen ist es wie so Kosmos Elektrobaukasten. Vielleicht geht's noch. Vertraut doch mal dem Seilmacher. Der weiß, wie man irgendwelche außerterrestrischen Plattformen baut. Okay, alles ist klar. Das ist halt die Frage. Ziehe ich auch mal? Ja. Also ich sage euch nur, dass der Wind wird, der rote Sturm wird 100% jetzt. Das ist halt noch nicht fertig. Ich ziehe jetzt auch mal eins. Ja. Eins. Das ist gut. Das riskieren wir. Jetzt gehe ich darüber. Willst du? Ja, ja, ich komme mit. Da schaffe ich es gar nicht ganz hin. Ja. Aber ich mache das trotzdem. Ich schließe das halt nachher an und verbinde das dann alles. Oder? Ja. Ja. Also 2, 3, 4. Nimm dich einfach mit. Ja. Okay. Jetzt kann doch auch kaum was passieren. Der Wind wird natürlich stärker. Oh Gott, du hast es gejinxt. Ja, das war klar, dass es kommt. Wir sind auf Stufe 2, aber alles noch gut. Was heißt jetzt Stufe 2? Dass wir jetzt 2 Karten immer ziehen müssen. Oh, holy. Das ist schon deutlich. Und nicht gemischt, ne? Noch nicht, ne? So. Deshalb ist es umso besser, dass ich mich hier in Sicherheit gebracht habe, weil 2 hätten mich quasi, also könnten mich töten, ja? Wenn ich jetzt auf wo stehe, wo ich 2 Schaden kriege, ja? Also ich würde mit der ersten Aktion nach hier oben laufen. Mit der zweiten Aktion würde ich hier dieses... Das ist sehr gut. Plättchen ranbauen. Mhm. Mit der dritten Aktion würde ich dich zu unserem Seilmacher schicken, damit er dich reparieren kann. Ja, stimmt. Ja, dann schicken wir rüber, da bin ich ja auch windgeschützt. Okay. Mhm. Und jetzt habe ich noch eine Aktion übrig. Und zieh noch ein Plättchen, oder? Du ziehst jetzt noch eine Startrampe. Mhm. Leider nicht. Aber noch ein Blitzschutz. Mhm. Und jetzt ziehe ich 2 Karten, ja? Mhm. Windstoß. Windstoß nach unten, das heißt... Die nicht, die sind ja zum Glück geschützt. Aber ihn weht es hier runter. Und das ist noch okay jetzt, aber nicht... Der Wind hat sich noch nicht einmal gedreht, ne? Oh. Sturm wird schon wieder stärker, aber noch bleibt es natürlich bei... Und den Stapel mischen. Ja, wir haben tatsächlich Pech mit dem Sturm. Das, aber so ist, also ich meine, was heißt Pech? Wir haben Pech mit dem Sturm, weil der Sturm dafür gesorgt hat, dass alle anderen bereits die Plattform verlassen haben. wir haben schon eine ganz schöne Weile Pech mit dem Sturm. Ich finde, dass wir unsere Plattform ist schon, aber sie ist ein bisschen, also insgesamt sieht sie so ein bisschen durcheinander aus. Ne? Ja, du bist nicht hübsch. Naja, also wenn sich der Konstrukteur nicht einmal mehr an den Ursprungsbauplan erinnern kann, wundert es mich nicht, dass es so ausschaut, wie es ausschaut. Das habt ihr gebaut nach deinem Plan und wundert euch, dass man das evakuieren muss? Alles wird gut. Ich finde es alles gut. Du musst erst mal mein Seil, dann bin ich schon, dann geht es mir schon wieder besser. Okay, ich höre jetzt auf, oder? Sag Stopp. Ja, Stopp. Dein Zug. Oh. Herr Seilmacher. Also, die erste Geschichte, die wir jetzt hier mal durchführen, ne? Und zwar die Reparatur. Und zwar bei dir. Ich repariere um 4 Punkte. Ja, voll. Ich bin wieder voll auf. Und damit gebe ich diese Platte ab, die ist abgearbeitet. Mhm. Das war mein erster Move. Mein zweiter Move ist ziehen. Der dritte Move ist, jetzt können wir uns überlegen, baue ich es hier hin? Dann verspiele ich diesen Teil, ne? Wir brauchen ja eigentlich auch nur 2. Da hätte ich auch schon einen. Ach, dann baue ich es hier hin. Ist auch insofern ganz interessant, weil wir ja von hier später teleportieren können.
Ich ziehe eine 8 und oder? Dann habe ich meine vierte Aktion und ja, richtig, dann ja baue ich das ab. Eine Frage, jetzt baue ich, genau, ich bin jetzt nicht so richtig angrenzend, ne? Nee, das nicht. Da musst du noch, aber dann... Da musst du dich noch einmal bewegen halt oder du baust halt hier, aber das ist nicht so gut, oder? Ja, aber da hätte ich auch. Achso, da haben wir ja schon, da gut, nehmen wir... Dann nehmen wir natürlich, meins würde da natürlich auch passen. Ja, aber den haben wir dann Blitzableiter, den finde ich. Ja, das stimmt, der ist blöd, ja. Aber der macht aber der geht nach unten so. Der geht doch. Ach stimmt, der stört da gar nicht. Der stört da nicht. Ja, dann passt mal auf. Wow, das ist meine letzte Aktion. Ich kann übrigens eine Aktionskarte ziehen. So, ganz kurz zur Info, Zeitbremse. Du erhältst 3 zusätzliche Aktionen in einem Zug, möchte ich jetzt aber nicht haben. Und der erste Kondensator, der große ist gebaut. Also ich würde nur sagen, weil wir hier echt, also dass ihr das auch mal baut. Ja, ja, ich werde jetzt anfangen, ja, der Konstrukteur, gell. Ja, ihr müsst da auch. Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür ist der Konstrukteur ist, hat ja verdammt wenig gebaut. Ja, also du musst jetzt auf jeden Fall erstmal zweimal Wind ziehen. Ein bisschen Strom an, ausgemacht. Also der Windstoß kommt. Ein Elektriker. Kommt ein Windstoß. Oh, Windstoß ist nicht ganz so gut. Ich muss mein Seil benutzen. Und gelb, und gelb wird es. Musst du es? Nee, nee, nee. Nein, musst du es wirklich benutzen, weil die Karte ist hier nee, schon noch verbunden. Ja, ich war schwarz. Ach, genau, also gelb wird zu mir gewählt, ja. Und ich werde quasi runtergewählt. Ja, gut, dann musst du wieder mein Seil ziehen. Ja, hast jetzt aber gut, du hast es ja auch frisch repariert. Ja, ich kann das auch aber wieder. Aber du musst leider noch eine zweite ziehen. Und der Wind dreht sich erstmalig. Der Wind dreht sich nach da. Das ändert natürlich alles. Aber es ist nicht schlecht für uns. Wir haben nee, das ist sogar ganz gut. Wir wollen ja eh in die Richtung laufen. Ne? Viel besser als in die andere Richtung. Stell dir vor. So, wie war das jetzt nochmal? Soll wobei, ich das ist jetzt auch nicht schlecht. Das ist ja so ein Windplättchen. Ne? Ja. Ja, würde schon Sinn machen. Teleporter. Aber wir müssen das Ding ja auch noch irgendwie fertig kriegen. Also nur weil wir alle Objekte gebaut haben, ist es noch kein funktionierender Strom. Also, aber es ist jetzt mal da. Diesen Punkt, den müssen wir irgendwie nach da bringen. Ja. Richtig. Das heißt, wir müssen irgendwie da auch weiter. Ja, mach. Aber es hat ja Zeit. Alles aber wir können auch neu konstruieren. Schaut mal. Nein, wir können umbauen. Also, wenn jetzt hier der Große kommt, ja, dann wird der nächste Move sein, das hier zu verbinden, dass der Kreis quasi sich so rumschließt. Das stört ja jetzt, dann bauen wir einfach, das wird dahin gelegt und schon haben wir hier später den großen Kreis. Ja, wir könnten den umgrauen. Wir können den auf den bauen. Ja, bin ich sehr dafür. So, also, ich werde hier eins laufen. Dann mache ich auf jeden Fall das hier, so wie ihr es gesagt habt. Dann ist hier der zweite da. Zweite große Kondensator. Das war 2. Sieht gefährlich aus, wenn der Blitz einschlägt. Kann ja nicht. 3. Ja stimmt, der Blitz kann immer noch nicht einschlagen bei uns. Ne? Und jetzt guck mal, dann baue ich das jetzt hier ab. 4. Damit wir es nachher... Ja, wie wollten wir Abbau ist eine Aktion, ne? Ja, oder wie wolltest du es machen? Nicht. Aber das passt doch gar nicht hier. Das passt gar nicht, das geht nicht. Wir müssen es schon so bauen, wir müssen es so bauen. Also so, ist ein bisschen verzwatzelt, aber es geht schon besser. Was? So ein bisschen verwurstelt. Was hat er gesagt? Können wir da zurückspulen später? Verzwatzelt. Verzwatzelt. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber ich kenne es. Ja, du hast es einfach mal gesagt. Also ich glaube, wir probieren das so. Seid ihr wirklich sicher, dass es nicht geht? Nee, es fehlen ein paar Millimeter. Okay, war das jetzt, ich habe es nicht mit, das war meine vierte, nee, ich könnte jetzt noch eine Aktion machen, noch eine Aktion habe ich. Tja, was mache ich jetzt? Eine Karte noch. Eine Karte, ein Plättchen ziehen, ja. Nochmal Wetter. Das machen wir noch. Blitzschlag. Das ist immer noch safe, weil da hinten zwar alles explodiert, aber alles explodiert und nichts passiert. Nochmal Blitzschlag, ist doch gut. Ja, aber irgendwann muss halt einer da hinten hin. Aber ich würde sagen, wir brauchen mal eine kurze Verschnaufpause, um nochmal drüber nachzudenken, ob dieser Schallplan... Jing, jing, jing. Ich finde, es läuft bis jetzt erstaunlich gut. Wir haben tatsächlich mit den Blitzschlägen fast gar keine Probleme, weil wir bisher diese ganzen Blitzableiter auf einer Seite der Station aufgestellt haben und ich damit auch überhaupt gar nichts zu tun hatte. Also Hunter war derjenige, der da hinten unterwegs war, eine Weile in dem Käfig und geguckt hat, dass da immerhin die Blitzableiter schon mal stehen. Wir haben wenig Leben eingebüßt, das war auch wichtig, weil wir uns ja praktisch nicht heilen können. Und ich wäre beinahe schon über die Kante gesprungen, ohne Seil. Das war alles super. Und jetzt haben wir echt das Problem, dass wir es vielleicht so ein bisschen ja, ohne Plan gebaut haben. Ne? Weil unsere, unser,
unser Stromkreistest eigentlich größer oder wird jetzt größer, als er eigentlich sein müsste. Ich glaube, das Problem, was wir jetzt bewältigen müssen, ist quasi die Verbindung zu schaffen zwischen unserem Explosionsblitzableiterregion. Aber was halt tatsächlich interessant ist, ist, dass man durch diese Teamarbeit so ein bisschen die Rollen auch wechselt. Und das finde ich sehr, sehr spannend und das macht wirklich Spaß an der Stelle. Ich könnte mir hier jetzt auch gar keinen Wettbewerb in dem Spiel vorstellen, ehrlicherweise. Das funktioniert so, wie es ist, schon sehr, sehr gut. Ganz am Anfang sah es so aus, als wir diese Kante da so gebildet hat, da dachte ich schon, oh, das wird bestimmt eine Station, wo man ganz viel so hin und her springen muss und dann kann ich immer jemanden auf den Rücken nehmen und quasi ich bin dafür verantwortlich, dann die da über die Wolken immer hin und her zu hüpfen. Aber jetzt hat sich ja doch so ein begehbares Gebilde da entwickelt. Deswegen dieses über Wolken springen habe ich noch kein einziges Mal benutzt. Was tatsächlich viel benutzt wird, ist der Navigator. Hängt die ganze Zeit auf meiner Schulter. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wenn ich Navigator höre, denke ich an Monkey Island. Und jetzt sitzt der Navigator auch noch die ganze Zeit auf meinem Feld. Also es passt ja wirklich thematisch, sich den Kopf des Navigators vorzustellen, der hier so an meinem Gürtel hängt. Ich habe allerdings im Moment noch einen kleinen Zweifel. Nicht den Zweifel, dass wir gewinnen bzw. das Ding lösen werden, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wir müssen am Ende einen kompletten Stromkreis bauen. Und den haben wir jetzt schon recht groß angesetzt. Da müssen wir uns auch noch hinbewegen. Das wird sehr viel Zeit fressen und wir müssen uns von dort dann recht zügig zur Rakete bewegen. Und ich glaube, dass das noch ein bisschen komplizierter wird, weil wir es im Moment noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Vielleicht schaffen wir es, so einen Teleporter da hinzubauen, an die richtige Stelle, sodass man quasi von der letzten Stege, die man da verbindet, sofort zur Raketenrampe sich teleportieren kann. Es wird nicht an den Plättchen scheitern, höchstens, dass wir so ein bisschen zu auseinandergestreckt gebaut haben. Wir werden sehen. Da wären wir wieder und wir kommen in den Schlussspurt und versuchen jetzt halt diesen etwas komplizierten Stromkreis, den wir hier angefangen haben, auch zu beenden. Den wir selber nicht so richtig verstehen. Müssen wir jetzt ja, nach da bauen oder nach hier? Ich glaube, alles unter Kontrolle. Es fehlt halt hier noch dieses eine Teil, aber da machen wir uns nachher Sorgen drüber. Weil ich jetzt hier stehe, würde ich jetzt einfach mal anfangen, hier Verbindungen zu legen. Okay, und zwar, ich verbinde jetzt das hier mit dem, weil wir planen ja, richtig? Das bedeutet, erste Aktion ist, ich lege jetzt mal hier von hier nach da. Die sind ja auch begrenzt, ne? Die Verbindungen. Ja, aber ich sag mal, wir haben schon echt genügend viele. Aus. Aber mit es der gibt zweiten nicht so viele Aktion, lange, guck mal. Oder? Ja, das wird schon passen. Mit der zweiten Aktion. Es gibt nicht so viel. Hey, guck mal, uns fehlt ein langer. Guck mal, von da nach da geht doch, gar da ist doch ein langer. Ah, doch, einen langen haben wir schon. Aber wir haben nur noch einen langen. Und was passt her nach da? Ja, wir können aber auch noch mehr. Ja, toll gebaut! Mehr Stromkreise bauen. Okay, dann müssen wir noch. Mehr ja, wir müssen entweder hier so oder hier. Eigentlich müssen wir den da noch aktivieren. Aber habe ich ja. Eins, zwei. Der reicht auch nicht. Guck mal, ist der. Wir haben so krass gebaut, dass wir halt irgendwie müssen hier. Ja, das muss irgendwie so zickzack noch. Oder wir bauen hier noch einen kleinen hin. Wir bauen hier noch einen kleinen. Hochgehen. Hin. Es wird schon alles werden, Leute. Oh, das soll ich noch ziehen. Soll ich ziehen oder soll ich schon mal da hoch? Aber ich habe ja noch nichts, was ich da oben hin machen könnte. Also ziehe ich lieber erstmal. Ja. Drei. Oder hier ist nochmal so ein Stromkreis. Ich könnte hier einen Stromkreis noch hin. Ja, guck mal, dann können wir die einfach lassen und bauen direkt von dem. Ja. Guck mal, wir lassen die einfach. Perfekt. Die hat ja nur der Konstrukteur. Dann gehe ich jetzt nochmal eins hoch. So, soll ich dich mitnehmen? Ja, unbedingt. Dann nehme ich dich wieder mit. Der Kopf des Navigators. Schwierigsten Konstrukteure, die man haben kann hier. Blitzschlag. Alles okay, gut. Haben wir noch nicht. Und nochmal Blitzschlag. Sehr gut. Noch alles gut, aber es wird sich gleich ändern. Ja, weil die haben wir ja noch. Da haben wir noch drei. Da können wir noch. Wir müssen da noch welche reinbauen. Die sind so weit weg. Super gemacht. Also ich würde jetzt Folgendes machen. Also den brauchen wir. Den müssen ich wir würde jetzt ein Feld nach hier gehen. Dann würde ich meine Plattformklammer spielen und würde ganz gerne das Teil, was du da hinlegen wolltest, du gerne für dich bitte dahin packen. So, dass es. Ah, ne, es muss ja hier irgendwie. Nee, muss nicht. Wir verbinden den am Ende nur mit einem Kabel. Aber das. So geht auch. Ja, so geht auch. So ist es doch sehr. Obwohl, aber passt das? Guck mal, das ist ja wieder lang, oder? Nee, das reicht, oder? Aber du kannst es doch auch so bauen. Das ist doch okay. Aber hier wäre es. Am kürzesten. Aber so schließen wir uns halt alle an. Muss ja, hier aber it's going to happen anyway. Achso, ja, gut. Ja, aber gut. Wir müssen. So geht's nicht übrigens. Ja, alles klar, dann müssen wir es. Weil dann ist nicht eingeschlafen. Gut.
Gut, dann machen wir es so. Das bedeutet aber, ihr seid hier unter Strom. So, jetzt. Dann laufe ich mal weg. Wir sind alle unter Strom. Ja, wir haben aber alle noch Leben. Das war, das war ja keine Aktion, ne? Das steht. Ja. So, das heißt, ich habe immer noch drei Aktionen. Dann ist eine Aktion, ich laufe nach hier und bin damit erstmal wieder raus aus dem Stromkreis. Rettet du dich nur. Auch immer auf meiner Schulter rumgelaufen. Na, pass mal auf, die kommt jetzt erstmal weg. Mit meiner dritten Aktion hole ich meinen Huckepack-Menschen zu mir. Das kannst du. Ja, ich bin der Navigator. Ich kann dich drei Felder weit bewegen. Ja, natürlich. Sehr gut, ja. So, und mit der letzten Aktion würde ich noch einen anderen aus dem Stromkreis rausholen. Also ich habe viel, wir haben beide viel Leben. Also ich stehe jetzt tatsächlich so ein bisschen abseits, oder? Wäre es nicht gut, ich würde dich 1, 2, 3 nach hier bewegen, weil wir ja hier lang eh weiter bauen. Ja, aber da pustet es ihn halt raus. Ah, stimmt, aber ich habe Seile. Oder du machst halt 1, 2, 3. Über den Wind braucht ihr bei mir nicht nachdenken. Ich habe noch die komplette Seilpower und kann mich sogar selber reparieren. Aber er könnte hier... Hat er recht. Achso, ja gut, ja. Ich dann hier. Kommt. Und ich kann mich vor allem wieder teleportieren, zwar... Soll ich? Naja gut, nur wohin, aber... Ich, ja... Bitte? Ja, okay. Ja, mach mal. Blitzschlag? Jetzt müssen wir gucken. Aber, also, das ist das. Trifft es mich dann hier, weil ich da stehe und das... Nee. Wir haben das noch nicht angeschlossen hier. Ah, ja, aber es geht über das Kabel hier rein. Genau, bis hier. Bis hier, aber die sind ja nicht verbunden, die zwei stimmt. Stromkreise. Das ist noch okay, aber es ist der Strom kommt schon näher. Okay, dann noch eine Karte, bitte. Der Wind dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Oh, wieder nach unten. Wieder, ups. Sehr gut. Na gut. Dann bin ich fertig. Also wenn jemand irgendwann eine große Plattform hat und einen Teleporter, dann sollte er den hier hinsetzen, weil dann kann ich das springen und dann kann man von vielen Stellen dahin springen. Dann könnte man direkt an die Plattform springen. Vielleicht bin ich es auch zufällig, wenn ich es jetzt hier ziehe. Hier ist quasi nochmal ein Blitzableiter. Nein, das bin ich. Übrigens, irgendwann gehen auch die Plättchen aus. Ja, ich nehme mir noch ein zweites, Plättchen. Jetzt wird es interessant. So, guckt mal. Ich habe einen Blitzableiter. Ich nehme mir noch ein drittes Plättchen. Nee, so viel darf ich nicht. Ich darf nur zwei haben gleichzeitig. Darf drei haben. So, dann habe ich die volle Auswahl. Ah, ich hatte gehofft, dass eine Plattform kommt. Du könntest aber auch den Blitzableiter nachher dann hier rein. Ja, das wird jetzt auch passieren. Dann gucken wir mal. Wie wollen wir den Blitzableiter bauen? Das ist halt gefährlich, aber ich meine, so ist es halt. Irgendwann brauchen wir den Strom. Jetzt brauchen wir die zwei Dinger gar nicht mehr. Wir haben ja noch Lebenspunkte, also die ist ja eine Ressource, die kann man ja einsetzen. Hier bräuchten wir, jetzt müssen wir kurz nachdenken, da brauche ich eure Hilfe als Team hier. Wenn ich ihn hier hinsetze, brauche ich einen Lang. Brauchst du einen Lang? Brauche ich einen Lang, eine lange Verbindung. Hier brauche ich dich wahrscheinlich eine kurze. Zwei kurze, das müsste gehen. Zack. Ja, das würde, glaube ich, gehen. Ja, eine andere man kann auch mit dem langen den übergehen, dass man den gar nicht mehr braucht. Ah, zwei müssen verbunden sein. Zwei, wenn es gar nicht. Da kann ich mich auch hier rüber gehen. Das heißt, ich kann das hier komplett. Einen haben wir ja auch. Ja, den brauchen wir aber hier. Ah, nee, stimmt, den brauchen wir jetzt doch nicht mehr. Ja, aber den brauchen wir vielleicht von hier nach hier. Zack, einen langen haben wir noch. Ich würde versuchen, nicht so die langen zu wasten. Ja, du hast recht. Wir machen jetzt hier auf jeden Fall. Einen haben wir jetzt gespart. Das ist schon mal gut. Das könnte man zur Not nämlich dann hier rüber legen, ne? Okay, gut. Dann ist das meine dritte Aktion. 1, 2, 3, 4 Aktionen. Ja, das ist schon krass. Du hast halt auch noch das, wenn es eng wird. Wie viele, Ressourcen hier knapp sind? Die Plättchen, die Dinge, lang, kurz, die Teile. Lebenspunkte, Seil. Alles im Blick. Behalten. Seil ist nicht zu kurz. Ganz ehrlich, ich habe meine Seilfähigkeiten einmal genutzt und zwar nicht die ich aufgrund meiner Fähigkeiten habe, sondern aufgrund der gezogenen Karte. Also ganz ehrlich. Doch, meins hast du repariert. Ja, aber du darfst erstmal ziehen, dann gucken wir mal, ob er hier. Achso, zweimal wieder. Für ihn, ja. Der Wind. Ja, stärker. Der und das Sturm war's, stärker. Oder? Nee, zweimal. Richtig, das war okay, und die zweite ist gibt einen Blitzschlag. Achso, hier ist natürlich jetzt auch eins. Ja, ja den erwischt dich leider. Ja, mein Gott. Aua. Ihr meint wirklich, ich soll das mal aus... Doch, das passt. Ja, das passt. Dann baue ich das jetzt alles. Wir bauen das jetzt einfach, oder? Ja, es fehlt doch einfach... Aber guck mal, es ist nicht mehr so viel Plättchen. Wir werden was finden. Ja? Also wir bauen es jetzt einfach. Aber also, musst du nicht anwesend sein da unten? Er kommt da noch. Ich baue das jetzt hier hinten. Wir dürfen es halt noch nicht anschließen, das so, letzte. Aber es dauert doch. Ich baue jetzt das hier. Ja, bau es. Trau dich. Bau. Nachdem der Seilmacher da alles vorgelegt hat, kann der Konstrukteur ruhig den Plan verändern. Genau. Sehr gut. So, zwei war das. Das ist gut, ich meine, genau. Drei, vier.
Okay, du kannst dich da festhalten. Ah, ihr werdet jetzt halt vielleicht gleich getroffen. Ja, wir werden halt jetzt einfach, wir müssen aber, jetzt mal ein aber bisschen... Aber ganz kurz. Du kannst ist das sinnig? Wollen wir das überhaupt involvieren oder wollen wir den Stromkreis einfach kurz halten und hier rüberziehen? Wir brauchen drei Blitzableiter. Ach, wir müssen quasi die ja, drei gut, nehmen. Okay, gut, dann ja. So, wir stehen noch safe. So, das war mein Zug. Ja, ja, jetzt? Zweimal. Jetzt geht's los. Windstoß. In die Richtung, da müssen einige Leute ihr Seil benutzen. Ja, wir wehen hier runter. Nein, jetzt stehen wir auch im Stromkreis, oder? Ja, uns hat es den Stromkreis. So, wir müssen uns jeweils ein bisschen. Der Blitzschlag. Wir müssen uns eine Seilstufe runter. Ja, aber wir stehen nebeneinander. Meine erste Aktion wird sein, dass ich die Seile repariere. Wenn ihr noch am Leben seid. Bis dahin. Sehr, der Wind wird nochmal stärker Prinzip und wir mischen. Das ist eine gute wieder. Karte. Also besser als Stromschlag. Ja, das stimmt. Noch zwei Stufen, dann sind wir auf drei. Okay, eigentlich die ja. Die Stufen alles gehen auf jeden Fall softer hoch, als das bei der Insel, glaube ich, war. Da ging es mit dem Wasser schneller. Gefühl also der schon Pegel, hier genau. Im Wasser. Aber wie gesagt, es gibt hier auch unterschiedliche Karten. Schwierigkeitsgrade. Ja, man kann das dann auch ja, wir noch haben auf natürlich Elite jetzt eine einfache Version. Und legendär gibt es auch noch. Also zwei also schwierigere Schwierigkeitsgrade. Legendär. Ja. Legendär. Aber da muss man dann bestimmt ganz krass haushalten mit den Plättchen, damit man überhaupt die Anzahl an Dingern hinkriegt. Da hat man nur vier Plättchen. Ich habe natürlich überhaupt nicht daran gedacht, dass man hier gar keine Verbindung braucht, wenn man hier einfach, ne? Ich habe gedacht, ah, wir müssen hier rumbauen, aber das stimmt ja gar nicht. So. Stimmt ja gar nicht. Also eigentlich hätten wir das gar nicht bauen müssen da hinten. Also ich nachher ist immer schlauer. Also das Letzte, was wir machen, ist halt dann diese Verbindung hier schließen. Da müsst ihr auch alle wieder da sein. Und wir müssen die Plattform, und wir müssen die Plattform bauen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal wieder eins zurück, nehme dich mit. Eins. Ja, gerne. Zwei. Ach, guck mal an. Die Plattform ist fertig. Drei. Okay, die Plattform kommt, okay. Oh, zack. Ich spüre Hoffnung, wir können dieser Plattform entfliehen. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zack zumachen. Ja gut, jetzt mache ich, dann machen wir halt als letztes hier hinten zu, weil jetzt kann ich mit meiner vierten hier noch zumachen. Aber, ja, so. Warte, ich nehme dich mal beiseite. Ja, oder? Das ist optisch ein bisschen besser. Das ist halt gefährlich, aber es ist halt so. Ja gut, das ist noch nicht so richtig gefährlich, ne? Weil da ist ja noch... Ist halt alles verbunden. Achso, jetzt noch nicht Strom, stimmt. Bau der Plattform ist ja keine Aktion, ich habe erst drei Sachen gemacht, ja. Genau, dann das Plättchen 3. Eine habe ich noch. Ganz aufgeregt. Ja, ich, Plättchen brauchen wir doch gar nicht. Wir können das versuchen, oder? Wir müssen halt hier das hier noch zu. Ja, und dann müsst ihr hierher kommen. Also wir können da ja nicht hin. Wir können ja hier nicht hin so richtig. Wir müssen. Also gut, doch, wir können hier über den Teleporter habt ihr doch hin. Da. Ja, stimmt. Ja. Du kannst da gut hinkommen. Ich komme da eben uns beide jetzt mal hier rüber noch. Weil dann können wir nachher die Sachen her. Aber wir dürfen nur nicht zu, wir dürfen es noch nicht ganz fertig machen. Und das darf nicht das Letzte sein, weil... Nee, das Letzte muss das hier sein. Das hier sein, das Letzte sein, genau. Nee, weil es dann sofort losgeht. Also ich mach das gleich, Freunde. Also, der Seilmacher... Wollen wir jetzt echt einen Seilmacher anvertrauen? Ja, also der Seilmacher hat diese ganze Plattform konstruiert. Also, der Seilmacher zieht hier rüber, wird dann dieses Stück hier lösen und ich werde mich dann peu à peu ranarbeiten an die Plattform. Alles klar, wir müssen nur noch ein bisschen durchhalten. Der Wind dreht sich. Das ist mir so egal. Ich hab mein Blitzschutz spielen und jetzt, jetzt bläst es aber mal. Das hätte ich nicht, ja, natürlich hätte ich machen. Ich meine, das ist ja nur Richtung. Prophylaktisch. Kann auch sein, dass das dann halt nicht... Und? Gottes Willen. Der Sturm wird stärker. Wird gleich wieder gemischt. No, alles noch gut, ist alles an der 2. Alles gut, alles noch in der 2. Wir sind jetzt fast durch. Wir haben's, ich sehe schon, wir sitzen schon am Lagerfeuer und reden über diese. Und landen auf der Insel. Don't do it. Ich würde jetzt niemals den Tag zu meinem Navigator. Hier steht, ich darf ein Abenteuer insgesamt bis zu 3 Plättchen weit bewegen. Ja. Ich denke mal, einen Transporter kann ich auch nutzen, oder? Ja, bestimmt. Ach so, dann ist es ja relativ einfach. Dann ist meine erste Aktion nämlich. Nein! Ich will dich doch da schon mal hin. Nein! Ich muss ihm das Seil noch reparieren. Ja, ich wollte euch doch beide schon mal da. Nein, wir können beide, dann seid ihr beide da. Guck mal, das geht. Kannst du beide. Du darfst pro Aktion einen anderen. Also meine erste Aktion ist, ich schicke den ersten Mann da durch. Sehr gut. Meine zweite Aktion ist, ich schicke den zweiten Mann da durch. Dann mach, was du willst. Du hast ja nur 3 Felder weit. Ja, aber das ist der Teleporter. Das ist der Teleporter. Schon alles gut. Ja, ja. So, und jetzt habe ich immer noch 2 Aktionen offen. Sag mal Stopp. Und Stopp, kann, wieder sein. Kann ich jetzt hier diese Verbindung legen? Nee, da bist du nicht. Du bist da nicht, du musst das benachbarn. Da drauf. Du musst rüber, 3, halt kurz, aber du hast das Seil. 4. 4. Und jetzt benutze ich meine Gravitationshaken, damit der Wind mich nicht wegpustet. Der gilt jetzt, bis du wieder dran bist. Bis ich wieder dran bin. Mhm. Ist gut. Nur auf deinem oder auch angrenzend? Auf meinem Feld. Alles klar, wenn ich auf dein Feld geblasen werde, bin ich auch genau, sicher. Genau, dann bist du auch safe. Wunderbar, perfekt. Der Wind weht jetzt nach da. Alles klar, okay. Das heißt, ihr wollt also eigentlich... Ganz ehrlich, der Wind kann jetzt richtig viel blasen, weil dann komme ich da voll schnell an die Aktion ran. Wir haben 2. Erstmal wird der Sturm stärker. Der Sturm wird stärker, juhu. Und wir haben jetzt 3 Karten. Also man merkt wir schon... Wir haben jetzt 3 hintereinander, oder nicht? Müssen die sofort gezogen werden?
Erst ab dem nächsten Mal. Man merkt jetzt, da kommt jetzt auf einmal so richtig so Drive rein, ne? Also jetzt geht's richtig flott ab. Showdown, ja. Wie in einem guten Action-Movie. Scheiße. Also ich glaube, mich trifft's. Ich stehe genau da drunter. Kann man nicht bestreiten. Ich stehe auch. Ich stehe sogar wirklich auf dem Kabel drauf. Uns trifft's nicht? Doch, hier. Ach so. Alle. Ich hätte meinen Blitzschutz. Aua. Aber warum mimmst du den? Ja, weil ich es vergessen habe. Ich mache den jetzt nachher gleich. Hier muss ich halt ausspielen, so wie sein Haken. Aber jetzt ist halt auch, es ist überall. Okay, jetzt war das war aber du. Ich bin jetzt fertig. Ich spüre auch hier schon im Studio so einen leichten Windzug. Ja, jetzt kommt. Es wird kälter. Und der Seilmacher. Also, meine erste Aktion, der Seilmacher. Ich darf auf meinem Plättchen, auf dem auch der Konstrukteur, den ich sehr schätze für seine Fähigkeiten. Ja, der Konstrukteur. Der hat's rausgerissen. Hat er nicht die beiden Dinger da hinten gebaut? Ja, ich glaube schon. Ich darf pro Aktion ein Seil um eine Stufe reparieren. Ich hab's einfach mal gemacht. Vielen Dank. Sehr gut. Sehr gut. Meins auch. Also zwei Aktionen. Richtig. Die nächste Aktion. Jetzt, genau. Aber ich meine, wenn wir dich überleben, wenn ich Blitzschutz, dann sind wir zumindest, kann ich dann uns mal ein bisschen schützen. Alle, die bei mir stehen. So, und jetzt, das war meine dritte Aktion. Meine vierte Aktion ist die Bewegung in den, Achtung, faradäischen Käfig. Ja. Also muss nachher ein bisschen gucken, dass halt wirklich die... Ja, die Kontakte müssen sich halt berühren, klar, sonst haut das nicht hin. Aber ich glaube, das sieht gerade schon gut aus. Ja, das ist gut. Du musst nur jetzt leider drei Karten ziehen. Oder hast du noch eine Aktion? Nein, ich... Jetzt könnte ich echt direkt rüberlaufen. Ja, genau, dann mache ich das. Meine Zeitbremse. Du erhältst drei zusätzliche Aktionen in deinem Zug. Perfekt. Eins. Ich kann hier leider nicht direkt rübergehen. Doch, hier, oder? Denn das grenzt nicht miteinander. Nee, das geht nicht. Stimmt, richtig. Zwei. Oh, Mist. Sehr aufmerksam. Drei. Ich stehe kurz davor. Also... Ich bin quasi fast vorm Ziel. Mhm. Es musst eigentlich nur noch du dich in die Richtung bewegen. Hit müsste es halt jetzt müssen wir leider dreimal ins Wetter gucken. Aua. Oh, das hilft. Oh, das kann echt sein, dass wir jetzt blöd. Kurz vor Schluss... Ich betroffen also eigentlich? Ich krieg auf jeden Fall auch einen Abschluss. Also ich krieg... Ja. Ich krieg also, nee, warte mal. Nee, ich bin nicht doch, betroffen. Doch, das ist ja alles hier am Stromkreis angeschlossen. Da schlägt es rein und wir haben das alles schon angeschlossen. Ich dachte aber... Ja, aber... Ja. Ja, alle kriegen wir eins. Ja, das wird jetzt... Kann es sein, dass wir jetzt einfach sterben? Nein. War das die erste Karte? Ja. Wie viel muss ich stehen? Drei. Warte mal, was ist denn mit deinem Blitzschutz? Ja, wenn ich dran bin, kann ich den ausspielen. Ich bin nicht dran, du warst dran. So, jetzt komm. Ey, wir schaffen es noch. Wir müssen es jetzt wirklich nur noch... Wir haben es echt... Es war zu gemütlich. Ich steck schon mal das Kabel. Ja, Jungs, okay. Das ist wie bei Guardians of the Galaxy, wo der den Ausbruchsplan im Gefängnis erklärt. Ja. Und Groot geht dann hinten schon hin und reißt einfach die Rakete. Wollen wir schon mal zum Symbolisieren, wie nah wir sind, die Rakete... Ja. Nee, die stellen wir erst auf, wenn der Stromschalt geschlossen ist. Seite stellt man sie erst stellen hin. Sie ich? Erst hin. Ja, ich glaube, dann funktioniert es nicht immer. Immer. Muss sie quasi erst schließen und dann, glaube ich. Aber ja... Ja. Die nächste Karte darf keine Blitzkarte sein. Definitiv nicht. Und eigentlich. Nee, die nächsten. Nee. Alle Karten, da darf nie wieder ein Blitz kommen. Naja, nein. Das Ding ist, ganz kurz: Unser Konstrukteur wird gleich den Blitzschutz ziehen. Und dann müsst ihr alle zu mir kommen. Und dann. Ja, dann bewegt. Dann muss, nein, dann muss sich der Konstrukteur hierhin bewegen. Ja, dann seid ihr beide. Auch angrenzende gerettet. Felder? Dann können wir aber... Dann ziehen wir erstmal eine Karte. Vielleicht haben wir tatsächlich die ganze Diskussion einfach erledigt. Die Diskussion wird mit einem einzigen... Nein! Das gibt's doch nicht! Scheiße. Das war so, sah so gut aus. Also das war waren wir wirklich zu übermütig, dass wir da uns so hier aber so... Aber daran sieht man, das kann so schnell eskalieren. Es kann so schnell eskalieren. Aber es war... wenn du jetzt, dann wärst du... Wir hätten wahrscheinlich... Das war halt auch blöd, dass da am Ende... Das war nicht gut geplant, dass man da nochmal laufen muss und so. Ja. Nein! Aber trotzdem, um euch einmal zu zeigen, was passiert wäre, wären wir nicht so blöd geplant hätten. Wir waren übermütig, weil es 75 Minuten... Ganz kurz. Als Team sind wir gestorben, weil tatsächlich wir hier drüben alle tot sind. Also nicht ganz alle tot sind. Doch, du bist auch tot. Ich bin auch tot. Der Einzige, der noch lebt, ist der Konstrukteur. Ja, die Strafe dafür, dass ihr mich zurücklassen wollt. Aber der Einzige, der direkt an der Rakete stand und hätte jetzt losfliegen können, wenn das Ding gebaut wäre, wärst du. Ja, also ich bin so. Meine Leiche kommt vielleicht auf der Erde an. Genau, eigentlich wäre es so. Und jetzt guck mal, ob das so funktioniert. Wir sind gespannt. Die Rakete fliegt ohne uns. Na, meine Leiche ist so ein bisschen mit an Bord.
Und der Einzige, der lebt, das ist so... Ich finde, es hört sich auch so ein bisschen an, als würde alles explodieren. Der Konstrukteur, aber er steht leider nicht an der Plattform. Er guckt der Rakete auch nur zu. Es ist ein sehr, sehr trauriger Film. Ein zynischer Science-Fiction-Film hier. Der verrückte Konstrukteur, der die ganze Zeit mit seinen Schraubenschlüsseln... Das Ding ist halt einfach, wir hatten einfach einen Zwei-Punkten-Pech. Wir hatten erst richtig Pech mit der Eskalation. Zack, 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 das hochgegangen ist. Es war ja einmal beim zweiten Mal. Guck mal, jetzt wäre zweimal Wind gekommen. Ich mach dich dafür verantwortlich. Du hast gemischt. Stimmt, du hast gemischt. Ich habe Glück, du hast gemischt. Dann wäre, guck mal, wir hätten noch mal überlesen. Fast. Ja. Hat einer von euch beim Zwischenfazit davon gesprochen, dass es nicht gut aussieht? Weil ich war voll ich überzeugt, war voll dass du das packst. Also ich habe zumindest gesagt, dass es gut aussieht, aber dass es sehr schnell eskalieren kann. Und was soll ich sagen? Ich habe Recht behalten. Tja. So sehr kann man sich irren. Ich wäre so gerne hier mit gestartet. Nicht ganz so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war wirklich, ich war beim Fazit, war eher schon so, eher schon dachte, es wird ein völlig entspannter Sieg. Wir sitzen alle fünf bis zehn Minuten nach diesem Zwischenfazit in der Rakete, heben ab und... Erst kommt eine Sturmwarnung nach der nächsten, sodass wir einfach auf Level 3 kommen und dann ein Blitzschlag nach dem anderen. Das kann natürlich einfach mal passieren, aber es ist natürlich auch eine Stärke von dem Spiel. Man kann sich nie sicher sein. Man kann nie sagen, so, jetzt ist es durch. Ja, ich glaube, ich habe es gesagt irgendwann. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Da ist uns dann erst bewusst geworden, wie das Spiel eskalieren kann. Und dann am Ende, ja komm, jetzt dauert es ja nur noch ein, zwei Runden. Ich stand da wirklich auf diesem Starkstromkabel. Und diese Überheblichkeit, die wurde uns dann tatsächlich, ja, Hochmut kommt immer vor dem Fall. Das hat man jetzt gut gesehen. Das zeigt auch, was für eine Dramaturgie und was vor allem für einen Flow am Ende im Spiel entsteht. Das ging ja schneller als gedacht. Ich glaube, wir saßen nach unserem kleinen Break 10 Minuten und plötzlich ging es zack, 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 zack. Das Vielschichtige finde ich wirklich spannend, dass man eben nicht nur einen Faktor im Auge behalten muss. Nicht nur irgendwie, wir können verhungern, sondern wir können einfach vom Blitz getroffen werden. Wir müssen auf unser Seil achten, wir müssen auf die Bauteile achten, wir müssen auf die Plättchen achten und wir müssen auf die Zeit achten. Leider dramatisch gescheitert, das ist einer von den Actionfilmen, wo tatsächlich am Ende einfach die Bombe explodiert. Und der Held, rot oder blau? Rot. Wir haben als Leichen der startenden Rakete zugeschaut. Schade. Das war die allererste offizielle Folge der neuen Staffel des Brettspielclubs. Lange hat es gedauert. Dank euch gibt es überhaupt ein Studio, in dem wir diesen Brettspielclub drehen können. Nochmal tausend Dank wirklich dafür. Dann mussten wir noch bis zur Messe warten, bis wir endlich den Tisch einpacken konnten. Jetzt ist wirklich alles da und wir hatten ja die Testfolge, Treasure Island. Haben viele von euch schon gesehen. Vielen Dank. Auch da war alles noch ein bisschen, es war halt unsere Testfolge. Dafür ist sie da gewesen. Auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass jetzt schon alles wesentlich reibungsvoller geklappt hat. Aber wir sagen es dazu, es ist halt Folge 1 der neuen Staffel. Die nächste Folge tatsächlich ist schon im Kasten. Ja, das heißt, wir haben so ein bisschen die Reihenfolge umgedreht. Die nächste Folge ist die erste Community-Folge. Battlestar Galactica habt ihr euch gewünscht, haben wir gedreht. Dadurch, dass wir sie jetzt vor dieser Folge gedreht haben, tatsächlich ist da sogar noch ein bisschen, also hoffen wir, dass wir hier sogar schon nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Aber wir haben es jetzt so rum auf jeden Fall programmiert, dass jetzt zuerst Forbidden Sky kommt und dann wahrscheinlich Anfang des neuen Jahres dann gleich Battlestar Galactica, eine epische Folge. Ich verrate jetzt nicht, wer der Zylon war am Ende. Zyklop. Zylon. Zylon. Ja, genau, ich bin schon ganz Zyklopsturm. Ja, Zylon. Nein, das war aber auf jeden Fall trotzdem eine sehr coole Partie Battlestar, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ansonsten, sagen wir, eine schöne Weihnachtszeit. Ja. Auf dem Kanal wird ein bisschen Ruhe einkehren, aber ihr sollt auch mal ein bisschen ausspannen. Und dann geht es im neuen Jahr dann wieder fleißig weiter bei Anton Kron. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.